Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Ihr könnt den Wind pfeifen hören. Nicht so ganz geiles Wetter, aber es wird hoffentlich ein geiles Spiel. Ich bin heute natürlich wieder für euch in der MEWA Arena am Start. 9. Spieltag, neuer Stadionvlog. Mainz 05 versus RB Leipzig. Viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, ihr könnt sehen, noch gähnende Leere in der MEWA Arena, noch überhaupt nichts los. Ich bin heute wirklich wortwörtlich der frühe Vogel. Ich bin heute richtig früh am Stadion. Ich glaube, wir haben erst 3 Stunden bis Anpfiff, aber ich musste tatsächlich ein bisschen was drehen und ich traue mich gar nicht auszusprechen, aber ich musste tatsächlich ein bisschen was für meinen TikTok-Account drehen. Ich habe vor, jetzt auch die nächsten Wochen und Monate ein bisschen was auf TikTok zu machen. Ich habe ja sowieso gesagt, ich möchte ein bisschen mehr machen mit meinem Channel und ich hoffe, ihr unterstützt mich da auch. Der TikTok-Account ist jetzt hier unten verlinkt und auch in der Videobeschreibung. Folgt da gerne mal rein, da wird am Wochenende das erste Video online kommen, das habe ich jetzt gedreht. Also bin ich gerade dabei zu drehen, das wird richtig, richtig cool, steckt auch viel Arbeit drin. Ja, und deswegen bin ich heute ein bisschen früher hier, laufe jetzt auf die MEWA Arena zu, das Wetter hat sich ein bisschen verschlechtert. Hoffe immer, dass das Spiel nicht ganz so schlecht wird gegen RB Leipzig. Absolut, absolut Prestige-Duell. Ich glaube, die letzten 2 Heimspiele gegen Leipzig, alle gewonnen. Einmal 3:2, da hat Leandro Barreiro sein allererstes Bundesliga-Tor geschossen, die meisten erinnern sich noch dran. Das war ein Corona-Spiel und das war mega, mega geil vom Fernseher. Ich habe mich richtig, richtig für ihn gefreut und ja, letztes Heimspiel war letzte Saison gegen Leipzig. Ich glaube, auch das wird einigen in Erinnerung geblieben sein. Das war das Corona-Spiel, wo ja Mainz komplett Corona gebeutelt war und Moussa Niakate, glaube ich, war es am Ende, ja, das 1:0 gemacht haben und wir am Ende mit ja, U19-Spielern, U21-Spielern 1:0 gegen Leipzig gewonnen haben. Erstes Saisonspiel, letzte Saison. Also besser konnte die Saison nicht starten. Ja, ihr wisst ja, was draus geworden ist. Es war eine richtig coole Saison. Ja, und das ist alles mit Leipzig gestartet. Das heißt, heimspielemäßig sind wir gegen Leipzig eigentlich ganz gut. Deswegen mache ich mir Hoffnung, wir müssen sowieso mal wieder punkten. Ich glaube, die Mainzer haben 3 Punkte mal wieder verdient. Müssen sich auch wirklich hart dran arbeiten. Weil die letzten Spiele waren nicht so rosig, auch spielerisch nicht. Komme ich aber später nochmal dazu. Und wenn wir gewinnen, dann sind wir auch wieder vor den Leipziger, denn im Moment, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, sind wir punktgleich mit Leipzig. Sie sind im Moment noch vor uns, weil sie ein besseres Torverhältnis haben. Aber ja, das werden wir heute ändern. Hey, Alter, Leute, hier sind so Hüpfburgen aufgebaut. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich glaube, Kinderbespaßungstag oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier überall so Hüpfburgen aufgebaut, da sogar eine mit Mainz 05 Logo. Und ich habe gerade das hier erkannt. Die haben hier sogar so einen kleinen Zockerplatz aufgebaut. Und ich würde sagen, da sehe ich mich ja sowas von drin, gleich ein paar Buden machen. Und da hinten sogar so ein Fußball, da hat alles mit dabei, also ja, da sehe ich mich auf jeden Fall. So Leute, jetzt habe ich mich mal ein bisschen warm geschossen und direkt neben mir steht Content Creator im E-Sport-Bereich von den Mainzern, der liebe Niklas. Gute. Schon mal ein bisschen geschrieben auf Instagram, jetzt endlich das allererste Mal gesehen. Der macht auch YouTube, auch Stadionvlogs über Mainz. Vielleicht kennen ihn ja den einen oder anderen. Und ja, der arbeitet im Bereich von Mainz. Ich bin seit Sommer Content Creator für Mainz und für eSports. Hauptsächlich bin ich da zuständig für Twitch-Streams. Alles rund um FIFA und was dazugehört eben. Aber auch auf dem Instagram-Account von Mainz und für eSports bin ich ein bisschen am Arbeiten, genau. Also Leute, ihr wisst Bescheid, schaut auf jeden Fall rein, Dash7 auf YouTube, sowohl auch auf Twitch. Auf allen Kanälen. Mainz eSport hat auch einen eigenen Twitch-Kanal, habe ich gerade, ja, und ich wollte jetzt nochmal dich nach Pip fragen. Leipzig wird ja schwer, aber was denn? Habe ich die Woche schon in meinen Streams gesagt. Ich sage, es wird ein sehr schweres Spiel, gerade mit so individuell starken Spielern wie ja, Nkunku, Timo Werner, das sind halt schon Namen. Die sind ein bisschen angsteinflößend. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Mainz liegt 1:0 hinten. Dann hat Leipzig die Chance auf 2:0 durch den Elfmeter, verschießt den und Mainz dreht das Spiel dann noch. Gewinnt 2:1. Ja, wäre natürlich ein geiles Spiel, also ein geiles Spielergebnis und ich würde sagen, dann bedanke ich mich bei dir. Gerne. Mega korrekt, dass man sich mal gesehen hat, gell? Gutes Spiel. So Leute, ihr seht's, ich hab's endlich ins Stadion geschafft. Die Leipziger kommen gerade rein. Ich sehe nur Nkunku, das macht mir schon mal ein bisschen Angst. Der ist ja relativ treffsicher die letzten Spiele. Ich glaube, der hat schon 6 Tore oder so gemacht. Ich sehe Diallo, Abdou Diallo, Rückkehrer, der hat ja in der Saison 2017, 2018, so meine ich, auch in Mainz gespielt für ein Jahr oder für, doch, ich glaube für ein Jahr. Ja, es wird ein schwieriges Spiel. Ich glaube, die Leipziger sind schwer einzuschätzen. Die haben gute Spieler, aber die haben auch schwankende Leistungen. Aber ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, die Mainzer kommen gerade rein. Deswegen wird es jetzt gerade natürlich logischerweise wieder ein bisschen lauter. Denn die Mainzer, die Spiele so
gestalten, wie sie spielerisch die letzten Spiele gestaltet haben, dann wird es heute eine sehr schwere Nummer, weil dafür ist Leipzig individuell zu stark. Aber ich hoffe einfach, dass ein bisschen die Mainzer jetzt mal in Fahrt kommen. Erstes Heimspiel zu gewinnen wäre mal wieder geil, also die haben ja noch keinen Heimsieg. Aber sie sollen mal so langsam echt in Fahrt kommen. Das ist noch sehr schwammig, aber die können das. Ich schwöre, die können das. Burkhardt wieder fit, Hack wieder fit. Und Leute, ihr wisst es, ihr kennt es. Wenn Hack heute spielt, ich habe die Startaufstellung noch nicht gesehen, dann schießt er heute ein Tor. Hundertprozentig. Und kurze Info am Rande. Danke an jeden Einzelnen von euch, der mich heute wieder angesprochen hat. Mega, mega korrekt. Macht richtig, richtig Spaß, mit euch zu quatschen. Wirklich, richtig, richtig Spaß. So Leute, zwei korrekte Zuschauer von mir getroffen. Und die hauen jetzt mal ihren Tipp raus. 2-1-2. 2-2? Ja. Also, hört sich nach einem spannenden Spiel an, oder? Ja. Perfekt. So Leute, die Aufstellung ist draußen. Normalerweise zeige ich die Aufstellung nicht mehr, aber in dem Fall muss ich was ansprechen. Burkhardt spielt leider nicht. Also überraschend. Ich wusste nicht, dass er nicht spielt. Also ich wusste nicht mal, dass er nicht im Kader ist. Weil irgendwie habe ich damit gerechnet, dass er eigentlich wieder fit ist. Aber wieso ich es anspreche? Wegen einem ganz wichtigen Spieler. Leute, ihr kennt es. #42. Leipziger kommt natürlich jetzt. Gerade jetzt kommen die Leipziger raus. Also Leute, #42. Alex Hack ist wieder dabei und ist auch direkt wieder in der Startausstellung. Absolute Maschine. Ich sag's euch. Hack schießt heute ein Tor. Die Spieltagsbrille ist aufgesetzt. Ja, wird Zeit für meinen Spieltagstipp. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Leipzig ist natürlich individuell sehr stark besetzt, muss man sagen. Aber halt in Mainz nicht so stark. Auswärts in Mainz, jetzt wie gesagt, zwei Spiele in Folge nicht gewonnen. Wichtige Personalie, Peter Gulaschi, absolute gesetzte Nummer 1 bei Leipzig. Und ja, ihr wisst es wahrscheinlich, habt ihr es schon mitbekommen, hat ja einen Kreuzbandriss, fehlt heute. Vielleicht wird das eine wichtige Sache im Spiel, kann wichtig werden. Ich bin sehr unschlüssig, weil Leipzig kannst du so schwer einschätzen, weil die gewinnen mal 3-0, dann verlieren die 3-0. Sehr schwankende Leistung, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich tippe 2-0. Jetzt ist es raus. Ich tippe 2-0 für meinen Zentner, gönne ich heute mal wieder ein 2-0 Spiel. Und ja, ich muss es nicht sagen, ein Tor Alex sagt. Auf jeden Fall.
ihr habt es gerade noch gesehen, pure Emotion, Ingvardsen. Er ist kurz davor noch gefault worden, direkt wieder aufgestanden, direkt weitergemacht und einfach die Bude gemacht. Geisteskrank. Es freut mich so krass für Ingvardsen, nach seiner Verletzung direkt ein Tor zu schießen. Völlig verdiente Halbzeitführung. Wir waren klar die bessere Mannschaft, außer die Doppelchance von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Nkunku und Timo Werner oder Forsberg war es, glaube ich, hatte Leipzig nichts im Spiel, also wirklich gar nichts. Mainz macht ein richtig, richtig starkes Spiel und führt verdient zur Halbzeit 1-0. Geil, hoffentlich erster Heimsieg. Das 2-0 kommt näher, Leute. Das 2-0 ist wirklich noch nah dran. Es kann passieren. Jetzt fehlt nur noch das Tor von Haag, dann ist es ein perfektes Spiel. Also, wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Hoffentlich weiter so. Also bitte, Mainz, macht weiter so. Ihr könnt es erkennen, Danny da Costa macht sich im Trikot warm. Heißt, wir werden ihn wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit auf dem Platz sehen. Die Jungs kommen raus, jetzt geht's los, zweite Halbzeit. Stefan Dittmar rausgegangen für Danny da Costa, verletzungsbedingt. Also mal schauen, was gibt. Leipzig aber auch ganz schön kommen, ey. Mal schauen. Mainz ist eigentlich nicht so schlecht im Spiel, aber die müssen jetzt so langsam mal ein bisschen mehr wieder nach vorne machen. Leipzig hat schon viel Ballbesitz. Aber noch sind wir die bessere Mannschaft, würde ich sagen. Noch sind wir die bessere Mannschaft. Rein in die letzten 20 Minuten, würde ich sagen. Hintergrund schon erkennen. Es ist ein bisschen dunkler geworden. Ich habe wirklich ein bisschen mir Zeit gelassen, was mein Fazit angeht. Habe ein bisschen nachgedacht, überlegt, was kann ich zum Spiel sagen. Ich hoffe, man sieht mich überhaupt. Ja, was sage ich zum Spiel? 1-1 gegen Leipzig. Es ist, ja, ich bin zufrieden, natürlich ein Punkt. Tabellarisch ändert sich jetzt nicht viel für uns, aber es war wieder mehr drin. Die erste Halbzeit war so bockstark und ja, wir haben uns in der zweiten Halbzeit wieder die erste Halbzeit ein bisschen kaputt gemacht. Wir haben so, so gut gespielt. Ich wollte eine Leistungssteigerung sehen. Die habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich bin da wirklich zufrieden mit. Die Mannschaft hat sich echt gemacht, was die Leistung angeht, im Gegensatz zu den anderen Spielen, zu den letzten Spielen. Aber ja, die zweite Halbzeit muss man einfach punktfertig auch sagen, dass Leipzig besser war. Mainz war nicht schlecht in der zweiten Halbzeit, verstehe das nicht falsch, aber Leipzig war halt besser und im Grunde genommen geht dann das 1-1 auch, ja, in Ordnung. Aber ja, Mainz hätte hier heute bestimmt 2-0 gewinnen können, hätten die mal ein bisschen mehr Power gemacht, aber manchmal ist dann halt auch nach so einer ersten Halbzeit auch die Luft raus. In den nächsten Spielen musste auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen, was das angeht, aber ich bin super, super zufrieden, es war ein richtig cooles Spiel. Und bevor ich aber das Video beende, muss ich einfach mal wieder ein dickes, dickes Danke an euch da draußen raushauen. Das ist geisteskrank. Ich weiß, den einen oder anderen nerv ich mittlerweile vielleicht schon damit, aber ich muss immer wieder sagen, danke, dass ihr mich da so supportet, was heute auch wieder im Stadion abging.
ist nicht normal. Es ist wirklich richtig krass, was wir uns die letzten 3-4 Monate aufgebaut haben. Ich meine, ich bin noch ganz am Anfang, wir sind noch ganz am Anfang. Und was jetzt schon abgeht, das ist unvorstellbar. Und das ist macht mich richtig, richtig glücklich. Jedes einzelne Feedback von euch nehme ich mir zu Herzen. Es macht richtig, richtig Bock, auch die Videos zu drehen, im Stadion zu sein. Ja, Arbeit in die Videos zu stecken, damit am Ende ein geiles Produkt rauskommt. Und ja, am Ende seid ihr das, warum ich das mache. Und euch dann heute auch zu sehen, wie ihr mit mir quatscht. Und auch voll viele haben mich mit über die Eifel ausgefragt, also über den Vlog in der Eifel, wo ich dann im Urlaub war. Falls ihr den noch nicht gibt, aus. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, checkt den jetzt aus. Und haben mich gefragt, wie es denn war und alles drum und dran, wo ich denn war und so. Und auf jeden Fall mega, mega cool, dass ihr auch solche Vlogs mal supportet, auch wenn es mal kein Stadion-Vlog ist. Und das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Aber ja, ich ziehe weiter durch, ich mache mein Ding und wir ziehen zusammen gemeinsam durch. Und ich glaube, vielleicht, wer weiß, vielleicht kommt ja was Großes bei raus. Ich mache auf jeden Fall immer weiter und in dem Sinne, macht's gut, ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.